Ja, wir gucken mal bei der Dakar Series Router 40. Belen, die haben wir tatsächlich schon mal abgeschlossen. Aber dann die nächsten drei, da gehen wir zum allerersten Mal rein. So, und wir gehen nach Argentinien. Mal gucken, wie das jetzt aussieht. Huiuiuiuiuiui. Okay. Okay, jetzt geht's voran. Oder so. Ja, Roadbook ist tatsächlich markiert alles. Das ist ja grob die Route, die wir fahren werden. Wir haben noch nie in dieser Map irgendwie... What? Wir haben noch nie in dieser Map hin und her gescrollt. Lance Scroll. Ja. Auf geht's. Mit Team Wekerman. Dakar ist eine Rallye. So, das ist wahrscheinlich jetzt wieder der Classic, kurze Intro, das kurze Intro, das man zu Dakar machen muss. Rechts unten sind die Notizen, an denen orientieren wir uns und da fahren wir entlang. Das ist entspannt, wenn jemand zum Beispiel sagt, hallo, dass man der Route folgen soll, also der Straße oder so, oder hier in dem Fall Flussbett, was zu Englisch Rio ist. Turn right. Aber schwierig wird's, wenn man im Prinzip quasi dem Kompass oben folgen muss. Und dann musst du bei 250 Grad oder so entlang fahren und keine Ahnung. 1K and a half. Prepare to keep right. Und da kommt halt das Schwierige dazu, du musst dich halt orientieren können. Now, keep right. Follow Rio. Gibt halt mehrere Schwierigkeitsgrade, man kann sich theoretisch einfach die Checkpoints anzeigen lassen und kann man ganz entspannt durch die Gegend cruisen. Man kann einen mittleren Schwierigkeitsgrad machen, da kann man... 1K, stay in Rio, keep left. Da kriegt man... Keep left in Rio. Da kriegt man teilweise so ein bisschen Hilfestellung, wenn du ganz nah an einem Checkpoint dran bist oder so. Aber auch nur manchmal. Und dann gibt es den ganz schweren Modus, wo du dich komplett... nur auf deinen kompletten Skill verlassen musst. Und das ist teilweise sehr schwierig. Also bereits ich bin so auch schon sehr oft lost gewesen. Stay in Rio. Ja, genau, Ranta. Samir, listen to my calls! 5, 4, 3, 2... Now, keep left! Nein, keep left! Okay. 1K and a half, continue following Rio. Ja, Filipovic, Dakar-Hype. Ich find's cool, dass es so ein paar Leute gibt, die tatsächlich auch das Spiel dann manchmal... Go left in Rio. Tree on your right. ...sehr hypen. 3Ks. Keep following Rio. Careful. Vegetation. Achso, wenn man sich fragt, wie weit sollst du über irgendwo hinfahren, quasi jetzt gibt's das Oberste an, was wir... wie 1K. Wir fahren müssen. Follow Rio. Straight ahead. Rock on your right. Quasi der linken Spalte... ...der mittleren Vegetation. Zeile... Rock on your right. In der linken Spalte der mittleren Zeile sieht man, wie lange man das machen muss. Also in dem Fall jetzt 5,7 Kilometer muss ich noch weiterfahren. Quasi dem Streckenverlauf folgen. Careful! Careful! Keep following Rio. Samir! Boah, bis Dakar Series muss ich mal einrichten, dass wir Samir Alerts haben. Das wird zu lustig. Stay in Rio. Oh mein Gott, das wird so gut. Gott, oh Gott, oh Gott. Hab nicht mal gewusst, dass es so ein Game gibt. Ja, das ist halt wirklich auch eine kleine Produktion. Wie gesagt, nächste Woche kommt der... Nächste Woche kommt der Nachfolger, ein riesen Open World, wo du im Prinzip natürlich den Routen folgen musst, aber du hast auch einen Strecken... Du hast auch einen Streckeneditor zum Beispiel, das heißt, du kannst immer wieder neue Routen erstellen. Es gibt dynamisches Wetter, es gibt, wieder verschiedenste Fahrzeuge, es gibt mehr Fahrzeuge sogar als jetzt. Und, was extrem cool ist, es ist kein Vollpreisspiel. Das wird 40 kosten. Und Tynes, vielen Dank für den Submarino. Merci, mein Lieber. Ehre. Filipovic, mit Trucks meinst du die Kollegen hier, oder? Oder meinst du die Rallye-Trucks quasi? Wahrscheinlich meinst du die. Ja, ich hab auch Bock.
ist halt ein Tag nach Tag der Deutschen Einheit der Release. Ich hoffe halt wirklich, weil am Montag wird mir keiner einen Key rausrücken für Vorabzugang. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt am Freitag direkt schon einen Key bekomme oder sowas. Kannst du das, was unten rechts steht, erklären? Ja, habe ich gerade ja schon größtenteils gemacht. Also, ganz kurz, Moment. Now, tight right, cap 205, exit Rio, vegetation, die oberste Zeile, okay. Die oberste Zeile ist jetzt 205 Grad. Gibt da so ein paar Informationen, sowas wie Rio, Danger oder so, DN ist Danger oder so. Manches ist halt nicht so wichtig. 205 Grad gibt mir jetzt die Orientierung an, wo ich langfahren muss. Und 5,31 von der Zeile darunter gibt mir halt an, wie lange ich da jetzt fahren muss. Das heißt, ich muss jetzt 5,31 Kilometer 205 Grad auf dem Kompass folgen. Das ist halt das Ding. Das Geflatter auf dem Dach macht mich wahnsinnig. Habe ich noch nicht drauf geachtet, aber ist schon okay. Ja, Mister, also ich hoffe, dass das nachvollziehbar war. Wenn du noch weitere Nachfragen hast, hau raus. Ansonsten sowas wie die Büsche oder so, das sind einfach nur Orientierungspunkte, damit du Merkmale in der Umgebung hast. But if you close your eyes. Now, turn left to cap 155. Waypoint okay. Okay, jetzt 155 mit 3,72 Kilometer Gesamtdistanz. Noch etwa 1,3 Kilometer. Ja, und da haben wir oben jetzt auch die Hilfe. Also, falls ich jetzt schlecht fahren würde, würde mir das auch aus der Patsche helfen. Und moin, Leon. Der Profi. Cooler Film. Wie ist das Mädchen nochmal, Mathilda? Genau die Truck-Klasse. Bin gespannt, wie sie die Karriere gestalten. Man muss ja manche Teams erst frei. Echt? Man muss manche Teams freispielen. Ja, wahrscheinlich schließt du eine Tour ab und dann schließt du oder kannst du für die nächste Tour ein anderes Team nehmen. Wobei es gibt ja auch einen Mighty-Modus dann im Prinzip. Das ist auch nett. Hätte es für mich nicht gebraucht, aber es ist cool, dass es dabei ist. Gute Nacht, Mr. Reason. Auskurieren oder ausschlafen im Prinzip einfach nur. Falls auskurieren, gute Besserung. Ansonsten ruh dich gut aus, Schatzi. Man darf natürlich auch keinen Stein mitnehmen, sonst musst du komplett neu starten. Fahrphysik hat einige viele Bugs. Ja, ich finde es eigentlich. Also, ich habe kein Problem mit der Fahrphysik. Gerade die Trucks lassen sich halt einfach sehr geil fahren, den Rest fahre ich einfach nicht. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen belastend. Tschüss, Kumpel. Sind sehr belastend. Geht's auch mit Lenkrad? Ja. Geht auch mit Wheel. Die Quads wird ja einfach, wenn man sich mit denen dreht, überschlagen, meinst du? Oder wirklich spinallern? Ja, Quads bin ich nie gefahren. Das wird halt wirklich beim Nachfolger interessant. Keep left in Rio. Gegen Felsen fahren geht bugfrei. Da hast du recht, Dom. Spinallern, okay, krass. Ja, also ich fand die Fahrphysik auch schon mit den Trucks, also mit den Jeeps oder so, fand ich sie ein bisschen sehr nervös. Aber ja, weiß nicht. Stay in Rio. Prepare to keep left. Treasure Hunt habe ich tatsächlich noch nie angepackt. Now, keep left. Da musst du wahrscheinlich irgendeinen Ort abklappern oder so, ne? Irgendwas in irgendeinem Ort finden. Anhand von Fotos dann oder? Boah, anhand von was? Go left in Rio. Tree on your right. Waypoint out 3Ks.
Keep following Rio. Careful. Vegetation. One K. Follow Rio. Straight ahead. Rock on your right. Okay. Follow Rio. Vegetation. Rock on your right. Twisty. Four Ks. Keep following Rio. Aber Shroom, bist du dann einfach komplett aus dem Spiel gequittet oder hast du dann quasi gesagt, ja gut, ich probiere nochmal eine andere Klasse? 2Ks, stay in Rio. Weil wie gesagt, die Trucks hier finde ich geil. Das ist worthy, das zu machen. Continue in Rio, keep right, just ahead. Okay, keep pushing, keep pushing. Was ist der Sinn des Spiels? Die Rally fahren. Keep right. Stay in Rio. Eight Ks. Keep following Rio. Attention. Twisty. Wäre die Kamera viel mehr nach vorne gerichtet, könnte man da auch wirklich mal ein bisschen länger mit dieser Cam fahren, Alter. Alles durchprobiert, die Trucks waren dann auch meine Lieblingsklasse. Fand's aber echt schade, dass die anderen Klassen nicht mehr so viel Spaß gemacht haben. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade, aber ich denke mir dann immer so, ja, wenn ich aber irgendeine andere Rallye-Klasse fahren will, dann spiele ich halt primär irgendwie Dirt oder so, oder WRC. Und tatsächlich habe ich, glaube ich, mittlerweile in Dakar mehr Spielstunden als in... zumindest Dirt Rally 2.0. Sogar als mehr als in Dirt Rally 2. Now, tight right, cap 205, exit Rio, vegetation, waypoint okay. WRC war es schon lange nicht gebraucht gezockt. Ich weiß, ja, das. 4Ks, remain on cap 205. Ist aber auch eins der Spiele, wo ich mir denke, so, ja, es ist ganz nett, aber. Ich. Aktuell sind die. Die Rallye-Spiele, die erscheinen, leider keine, die bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Irgendwie finde ich, Dirt Rally 1 hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sonst hat es tatsächlich bis jetzt kein einziges Rallye-Spiel mehr geschafft, so dass ich da wirklich nochmal nachträglich irgendwie Emotionen mit verbinde. Zumindest was Rallye-Simulation angeht, was Rallye-Spiel allgemein angeht, gab es davor halt noch Dirt 2, das fand ich halt auch cool, aber... 1K, prepare to turn right to cap 225. Now, turn right to cap 225. Waypoint okay. Undulation. Naja, Isle of Solitude, bis auf Rally Cross ist halt Rally ein Rennen auf Zeit. Deswegen, du fährst ein Rennen, aber halt gegen die Zeit. Ah nein, 225, oh. Remain on cap 225. Attention. Vegetation. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verpeilt. Das könnte der Stein gewesen sein, der mich gerade gekillt hat. Attention. Alter! We need to avoid damage. Kamera ist leider ein bisschen zu tief. Nicht so tief, Rüdiger. 4Ks, keep following cap 225. Careful, vegetation, rocks, danger 1. Lustig aber auch, dass ich bei genau da, wo ich erkläre, ja, danger, ja, 2Ks, get ready ganz to turn erlaubt, left, ja, so wichtig ist es nicht, dass ich genau da rocks. DNF'e. Ja, aber ich habe mich ganz gut noch zurückgerettet. Nicht ganz perfekt, aber... Now, turn left to cap 160. Waypoint okay. Ach Quatsch, was heißt denn meckern, Shroom? Das ist doch halt einfach nur deine Opinion. Moin Patrick, was geht, Schatzi? Was machen Sachen? Wie läuft's bei dir?
Wegen WRC10 ist bei Logitech abgedampft. Wie denn das bitte? Also ich habe tatsächlich von einem Fall gehört in der F1-Liga. Da hat sich jemand das G29, glaube ich, gekauft. Oder das G923. Ich glaube, es war das 29er tatsächlich. Und beim ersten Mal F1 hat halt irgendwie das Force Feedback. Ich glaube, beim Time Trial zucken war das quasi. Also im ersten Moment. Es gibt ja so einen Moment, wo das Force Feedback gar nicht da ist und dann greift es. Es hat anscheinend so hart gegriffen, dass das Lenkrad kaputt war. Da musste es wieder zurückgeschickt werden und neues musste hinterher. Ja gut, andere Spieler auf der Map sehen oder so oder im Spiel sehen wäre natürlich auch cool gewesen, die abschleppen zu können und sowas. Dass sowas nicht drin ist, ist halt wirklich ein bisschen schade. Wäre auch cool gewesen, wenn es halt manchmal bei der KI auch passiert, weil das wäre halt echt mal ganz funny gewesen, wenn man da halt einfach, ja, sowas hätte. Weil das zeichnet ja auch so ein bisschen dann die... Sowas zeichnet ja dann auch so ein bisschen die Dakar Rally dann aus, ne? Es geht ja nicht nur um reine Pace hier. Now, cross Rio. Step down and step. Follow cap 175. Ja, das war sogar ziemlich gut. Brauch gekauft, war 2 Jahre im Einsatz und dann WRC Kroatien zu viel Lenkung. Dann Rauch ist verschmort. Aua. Das sollte aber bei einem Lenkrad eigentlich nicht passieren. G920 seit 2 Jahren und das hat jetzt den Geist aufgegeben. Echt krass. Ich habe Freunde, die zocken jetzt seit keine Ahnung, teilweise 3, 4, 5 Jahren mit dem G29. Und noch länger, glaube ich, seit ACC-Release ungefähr. Na doch, das sind dann 4 Jahre etwa. Also seit Beta-Dingsbums und sowas. Da funktioniert es immer noch sehr gut. Ich hatte das eigentlich auch so im Kopf, dass das G29 ein Lenkrad ist, was quasi ewig hält, auch wenn es jetzt nicht unbedingt die... Das ist jetzt nicht der Ferrari unter den Lenkrädern, aber das ist halt zumindest ein haltbares Ding ist so. Bleib hier mal fokussiert auf die Strecke auch immer wieder, weil... 2Ks, follow cap 270, prepare to turn right, just ahead. Bin ja auch irgendwann mal ein bisschen später in der Stage abgeschmiert. Möchte ich hier natürlich nicht... Ein altes Momo hast du, alter Falter, das ist krass. Ich hab sogar noch ein Driving Force GT. Das ist aktuell außer Haus, aber das Driving Force GT ist auch ganz lustig und cute. Ja genau, so wie SkewSkew schreibt, so hatte ich es auch tatsächlich erlebt bis jetzt. G920, seit 4 Jahren läuft es perfekt, ja. Mein G29, wie Schrum schreibt, auch seit 3 Jahren läuft es perfekt. Einwandfrei. Ja, Morty, in dem Spiel, ich glaube im Nachfolger nicht mehr, aber in dem Spiel ist es so, dass die Kilometer quasi hochgescaled sind quasi. Und deswegen, das ist definitiv nicht... Eine Distanz von 90 Kilometern, die wir bis jetzt überbrückt haben. Aber ich gucke nie auf diesen Wert da oben. Insofern, das war mal eine Orientierung, wie viel wir von der Stage bis jetzt geschafft haben. Ich glaube aktuell ungefähr ein Viertel. Oder nee, die ist 300 Kilometer etwa. Ich glaube, hier hat es mich dann zerrissen an den Rocks. Oh, okay. Wo ist denn hier die Speed Limit Zone? Ah, da! Start Speed Limit Zone 30.
Perfekt. Mal kurz. Kurz verschnaufen. Bin gespannt, wie sich das DD2 schlägt. Komm nächste Woche. Oh, viel Spaß. Krass. Finish speed limit zone. Follow Rio. Wie lang Follow Rio? 13 Kilometer. Ach so. Ja gut, das ist stark. Na gut, dann ist aber nicht so schlimm, Sascha, dass das G29 quasi abgeraucht ist. Oder 920 war es, glaube ich. Da hast du immerhin direkt guten Ersatz. Beim G29 hat die Bremse manchmal geplemmt. Außerdem ist die Software von Logitech katastrophal. Also für mich war das immer relativ simpel, das einzustellen. Ich habe ja mal das 923 getestet für ein externes Format. Konnte zwar nicht so super viel einstellen, aber es war halt drüber recht simpel. War ein Frustkauf. Ah. Ja, aber wenn es dir treue Dienste leistet, dann lohnt es sich ja hoffentlich dann. Continue in Rio. Careful. Twisty. Water. Mein erstes Lenkrad war eins vom Pennymarkt. Eieiei. Konnte man den Kranz abnehmen und zu einem Lenker umbauen. Gute alte Zeit mit dem damals topaktuellen Grand Prix 2. Eieieiei. Get ready to turn left and exit Rio. Danger 1. Sand. Vegetation. Wait. Ob hier muss ich raus? Ich muss raus. Krass, also ich wollte schon sagen, Penny verkaufte mal Lenkräder. Heftig. Now, turn to cap 352. Waypoint okay. Wenn es halt so lang her ist, dass man Grand Prix 2 damals noch gezockt hat, dann ist es echt lange her. Krass. 4Ks, keep following cap 352. Frustkauf, ergo Rig-Bildschirme, Handbremse und invertierte Bremsen. Tatsächlich muss ich sagen, die invertierten Bremsen haben zum Beispiel zu den V3-Pedalen normal jetzt für mich keinen großen Mehrwert gebracht, so für dich. Aber na gut, Handbremse, vor allem für Rallye, wird dann natürlich cool. Now, enter Rio. Turn left. Follow Rio. Twisty. Waypoint okay. Let's go, follow Rio. Three Ks, stay in Rio. Careful, twisty. One K and a half, keep following Rio. Careful, rock on your right. Danger two. Continue in Rio. Von invertierten schöner wegen der Aufhängung, klar braucht man das nicht wirklich, war halt Frust. Ja, also, wenn du die schöner findest, das ist gut. Das ist gut, diese. Hotseat-Modus während des Rennens. Das Hotseat nicht, dass man immer das Lenkrad oder den Controller oder die Tastatur halt quasi wechselt, Spieler wechselt quasi. Kann ich mir kaum vorstellen bei so einem kompetitiv angehauchten Game. Three Ks. Continue in Rio. Prepare to keep right.
6Ks. Continue following Rio. Jo, mach ich. KI ist dann weitergefahren, man muss den Platz tauschen. Geniale Idee damals. Klingt lustig. Hab die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo eine Abzweigung rechts verpasst habe, aber es müsste eigentlich der komplett vernünftige Verlauf sein. Ah, nee, Matt, außenrum fahren, außenrum. Wo ist Matt? Continue in Rio. Mud, danger 2. Waypoint okay. Nice, schön außenrum gefahren. 1K and a half. Prepare sauber to keep right in Rio. Keep right. Follow Rio. Twisty. Nice, jetzt sind wir an dem etwas entspannteren Part der Stage anscheinend angekommen. Jetzt schon bei etwa 145 Kilometern, das heißt die Hälfte haben wir ungefähr geschafft. 35 Minuten wird die Stage dauern. Im neuen Dakar Desert Rally fährt man zu 6, was hältst du davon? Immer? Kann man das nicht umstellen? Also halt schön, weil man mal andere Teilnehmer sieht, aber ich hätte halt ein bisschen Angst, dass vielleicht dieses... Ich hatte halt Angst, dass dieses Gefühl, du musst selbst die Route finden, ein bisschen verschwindet. Das fände ich dann schade. Aber wie ich dazu letztlich stehe, werde ich wahrscheinlich erst wissen, wenn ich es selbst gespielt habe. Now, turn right between rocks. Keep following Rio. Mal gucken. 1K, follow Rio. Prepare to keep left. Moin Neo, mein Pfannkuchen. Keep left, follow Rio, waypoint okay. Also Neo schreibt, hab dich ja schon ab und zu zugeschaut. Glaube es Super Woden GP. Das kennt ihr ja gar nicht auf Steam oder was? Top Down Gran Turismo, aber die Rennen sind Arcade. Copy? Werd ich mal reinschauen. Oh. Und Moini. Im Gameplay war es aber sehr viele Fahrer auf einmal. Ich hoffe, dass es unterschiedlich ist. Wenn man eher einen einholt. Ja, aber mal gucken. Also. Oh, ich glaube, hier war ich tatsächlich doch auch. Stimmt, ich habe die Stage sogar abgeschlossen. Ach, stimmt, mich hat es da vorhin einmal zerrissen. Okay, ja, das meinte ich. Das beißt sich ja nicht von den Infos her. Continue in Rio, under the bridge, straight ahead. Under the bridge. Follow traces, approaching speed limit zone 50. Ah, I remember, ja. Follow traces, start speed limit zone 50. Doch, doch, ja, das... Turn left on road, speed limit zone 50. Straight ahead on road. Speed limit zone 50. Perfekt. 48 passt. Moin Chris, jo klar bei dir. 700. Ja, bis auf 7. Okay, danke dir. Schau ich mal rein. Es gibt ja ein paar so Top-Down-Racer, die mittlerweile die ganz gut sind. Now, cross road. Straight ahead on track. Zum Beispiel auch ein Circuit Superstars wurde ja sehr krass gehypt. Ich fand damals Motorstorm RC für die PS3 super geil. Now, turn left, then turn right in Rio. Finish speed limit zone. Und, 4Ks, continue in Rio. Im Prinzip ist ja Art of Rally auch so ein Top-Down-Racer. Boah, 4,67 Kilometer, das ist gruselig hier gerade. Oh mein Gott, wo bin ich hier denn bitte? Get ready to turn right and exit Rio between rocks. Sandbox-Modus habe ich noch nie ausgetestet. Nee. Gerade eben auch zum ersten Mal von Treasure Hunt wieder gehört, seit Release, wo ich da mal kurz was gelesen hatte, gehört hatte. Wäre vielleicht nochmal interessant, wenn man ein bisschen Dakar Desert Rally weitergezockt hat, dann da reinzugehen nochmal. Ich habe auf jeden Fall Bock, da weiter den Content hier zu genießen in den Games. Now, tight right, follow track.
Gute Nacht, Dümsche. Haust rein. 1K, go straight ahead on track. Speedlimits sonst müsste es auch in der Realität geben, schätze ich. Sonst würden sie es wahrscheinlich auch nicht einbauen. Straight ahead on track. Prepare to turn left. Now, turn left. Keep going straight just ahead. Straight ahead on track. Keep going straight. Keine Speedlimits, okay. Straight ahead. Keep following track. Twisty. Waypoint okay. 1K. Prepare to enter Rio and turn left. Now, enter Rio. Turn left. Follow Rio. Und Berg, Ehre dir für den Sub in den 10. Keep following Rio. Wenn ich schon mal wieder David. Ehre, mein Lieber. Vielen Dank. Keep following Rio. Straight ahead. Twisty. 5 Kilometer. Stay in Rio. Wir haben 16 Minuten weniger gebraucht als Sierra und sind halt quasi bei demselben Progress oben rechts. Wir sehen ihn natürlich noch nicht, aber 16 Minuten weniger gebraucht zu haben, schon mal not bad. Also meinen ersten Run habe ich jetzt super lang gezogen quasi, weil ich halt in sehr großen Abständen weitergezockt habe. Und 5Ks. Keep going straight ahead. Stay in Rio. Twisty. Der zweite Run, der war dann innerhalb kürzester Zeit durch. Und da habe ich auch wirklich versucht auf Sieg zu fahren und habe das Ding, glaube ich, auch sehr mit sehr großem Abstand gegen die KI gewonnen. Also so schwer ist es tatsächlich dann nicht gewesen. Beim ersten Mal habe ich mich halt einfach nur sehr blöd angestellt. Weil es halt auch das erste Mal Dakar Rally fahren ist und so, ne? Now, turn right, follow Rio. Turn right, attention, mud, continue in Rio. Das hast du sehr früh gesagt mit Attention Mud, Alter. Neues Motorstorm wäre ein Kaufgrund für die PS5 für mich. Pacific Rift Online war mega. Es gibt ja aktuell PS3-Emulator, der 4K60, glaube ich, sogar mit... Careful! Oh nein, Motorstorm Pacific Rift hinbekommt. Also, das wäre tatsächlich mal eine Idee, demnächst die alten Motorstorms mal anzuschmeißen. Mit, quasi neuem Glanz. Ich find's halt krass. Man Magic. Moini, Ehre für den 7. Monat. Was geht? Ich find's halt krass, dass der Cell Processor damals so schwer dass es so schwer war für den, was zu programmieren. Mein Gedanke war, okay, wenn das schon so eine spezifische, schwer handelbare Architektur ist und Sony selbst. Und Sony selbst darin keine Chance sieht, die PS3-Spiele zu emulieren. Dann werden wir wahrscheinlich nie einen PS3-Emulator erleben, aber ja, die Wahrheit hat mich dann doch eines Besseren belehrt. Am Ende haben wir tatsächlich jetzt einen PS3-Emulator. Gibt's eine Cockpit-Cam? Ja klar, oh. Die gibt's tatsächlich. Gibt auch eine TV- oder eine Kino-Cam. Nicht empfehlenswert, sonst knallt's gegen Baum und bist dead. Oder gegen Stein. Das Motorstorm, das erste, war halt tatsächlich sogar eins der ersten zwei Spiele, das ich für die PS3 hatte. Ich hatte damals die 60 GB Fat Lady PS3, die heißt wirklich so, also sie wird so genannt. Mittlerweile habe ich 5 Fat Lady PS3 60 GB, auch weil es einfach eine Wertanlage tatsächlich ist, weil die Dinger kosten nach wie vor 200 Euro, teilweise ein bisschen weniger, teilweise aber auch mehr. Und
Ich hatte das Bundle von meinem Bruder geschenkt bekommen quasi. Wahrscheinlich hat die ganze Familie irgendwie zusammengelegt oder sonst was, aber ich habe quasi das Bundle bekommen mit Motorstorm und Resistance Fall of Man. Und ich weiß, dass ich bis heute Resistance 1 als sehr gutes Spiel sehe. Framerate war wahrscheinlich furchtbar. 30 FPS vermutlich, most likely. Aber ich hab's gemocht. One can a half. Get ready to turn right and exit Rio. Cap 300. Now, turn right on cap 300. Get ready to turn manchmal left. Darf man sich durch diesen Tipp auch nicht durcheinander bringen lassen, weil... Ja. Now, turn left on cap 205. Sonst hätte ich den einen Checkpoint voll verpasst. Waypoint okay. Weil ich vom Motorstorm gehört bin, 17 Jahre alt, einfach mit 17 Jahren einfach zu jung. Glaube ich nicht. Bis 2005 geboren, also... Ah, mit 6 oder 8. Da die Frage, wie früh kommt man an Videospiele ran und so? Wie affin ist die eigene Familie für Videospiele? Ich sag mal so, ich bin halt... 94 geboren und hab auch schon... Erinnerungen noch an das 97er Gran Turismo 1. One K and a half. Get ready to turn left on cap 145. Auch wenn manches natürlich jetzt deutlich besser ist, auch wenn Grafik besser ist und ich meine, viele Games sind now, halt. Turn left to cap 145. Es gibt halt so Meilenstein-Games, die zeigen. Die zeigen halt heute, was möglich ist mit der neuen Technologie, was einfach damals nie möglich gewesen wäre. Und die sind auch qualitativ gigantisch gut. Ich will nicht sagen, dass ein Gran Turismo 1 irgendwie besser ist als jedes Spiel heutzutage. Weil Gran Turismo 3, was ich einfach richtig geil finde. Aber ich habe halt immer so ein bisschen noch... Also diese selige Erinnerung an Gran Turismo 3. Und ich habe auch ein paar Leuten da gesagt, ey, spiel mal Gran Turismo 3, du wirst... das lieben, das wird dir richtig Spaß machen. Auch Leuten, die sagen, Alter, Gran Turismo 7 so untersteuern, furchtbare Fahrphysik. Und die haben halt einfach Spaß dabei. Das ist richtig, richtig geil. Und ich würde behaupten, nach wie vor ist Gran Turismo 3 eines der besten Controller-Rennspiele. Tatsächlich. Ich habe richtig Spaß gehabt, auch letztens mal wieder reinzuzocken. Und ich müsste mal wieder alles auf Gold bringen, weil ich... Das Ding ist, da bin ich einfach ein bisschen rausgekommen jetzt. Das ist halt manchmal so, wenn du irgendwie was machst. Wenn du etwas machst und in den Rhythmus kommst und das immer wieder... Dann kannst du halt immer wieder reproduzieren, dann kannst du immer wieder machen. Aber wenn du einmal raus bist... Weißt du, so, das ist halt so super irrational, aber jetzt wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen Teil des... Gehirns denkt sich so, ob jetzt der Emulator, wenn du den nochmal anwirfst, funktioniert da noch alles? Das ist super doofe Gedanken, wo man sich einfach denkt, mach doch einfach. Und was bei Alles auf Gold für mich auch immer ein bisschen schwierig ist, tatsächlich. Das ist dann aber wirklich mal ein rationaler Punkt, würde ich sagen, ist die Frage, wie lang dauert eine Session? Wie lang brauchst du an Zeit, um eine Folge davon aufzunehmen? Weil, keine Ahnung, wenn ich mich jetzt um 17 Uhr hinsetze und ich möchte irgendwie um 19 Uhr streamen oder so, ich meine gut, mittlerweile streame ich einfach, wenn ich gerade Bock habe drauf und gehe dann live. Aber wenn ich irgendwie die Idee habe, ey, ich möchte vielleicht auch mal aus der Bude noch raus, ich möchte vielleicht noch mal kurz einkaufen gehen oder sonst was, dann ist es halt manchmal so, okay, vielleicht geht die S-Lizenz. Klar, die S-Lizenz könnte ich jetzt vielleicht in 2 Stunden, vielleicht in 3 Stunden schaffen. Vielleicht brauche ich 6 Stunden oder so für die. Das ist halt immer schwierig. 9Ks. Continue following cap 120. Danger 1. Undulation. Naja, Shroom hat die Zeit zwar mit dem GT4 und Co. nicht miterlebt, aber hat sich vor einer Weile eine PS2 mit viel Zubehör und GT4 geholt. Hat sich definitiv gelohnt. Ich finde auch, also PS2 und Xbox 360, das sind die zwei besten Konsolen, um Rennspiele zu spielen. Die haben halt unfassbar viele gute Games.
Gut, wenn man nach natürlich einen PC hinzunimmt für so Games wie, keine Ahnung, Underground 2, was halt auf dem PC dann nochmal besser ist als sowas. Bin froh, wenn ich alles Silber schaffe in GT7, muss los. Ja gut, ich sag mal so, die alten Gran Turismos waren teilweise sogar nochmal ein anderer Schnack. Das war teilweise echt hart. 1K and a half. Get ready to turn right, Cap 213. Wir haben das mal ja mal im Stream zu 100% durchgespielt, Gran Turismo 3 mit der europäischen Version. Mittlerweile spiele ich die amerikanische Version dann. Turn right to Cap 213. Auch damit ich irgendwann mal die ganzen Formel 1 Autos mir rausfahren kann. Da kommen wir gleich mal drauf zu sprechen, was es damit auf sich hat. Die europäische Version ist ein bisschen schwieriger als die amerikanische. Und now, turn left to Cap 190. Waypoint okay. Ich habe halt tatsächlich damals, glaube ich, 6 Stunden für die S-Lizenz gebraucht. Ich habe teilweise einzelne Lizenzprüfungen habe ich 2 Stunden gemacht, damit ich auf Gold komme. Turn left to Cap 170. Waypoint okay. 60 Meter Radius war zum Beispiel sehr unangenehm. Weiß ich, ob es das mit der Corvette war oder das mit dem Mazda, was mich richtig gekillt hat. Ich glaube, eins davon ging relativ easy, dann eins hat echt lang gedauert. Und Franz, tatsächlich, das werde ich sogar Uncut reinnehmen. Also das wird sogar auf dem Uncut-Channel hochgeladen. Ich sag mal so, die Änderungen, die ich machen werde, wenn es dann nicht mehr auf Uncut kommt, die kommen noch teilweise dann noch. Ich habe halt eh tatsächlich in der Vergangenheit schon immer den Dakar frei von der Leber weggesprochen, aber ja. Aber danke dir. Das now, turn right to Cap 295. Es wird nur chilliger tatsächlich sonst. Jetzt habe ich den Punkt verpasst. Achso ja, Gran Turismo 3 hat zwei Formelfahrzeuge in der europäischen Version. Es gibt den Polyphony 001 und den Polyphony 002. Und es gibt in der US-amerikanischen Version aber, ich glaube, mindestens eine Handvoll, wahrscheinlich ein gutes Dutzend an Formel 1 Autos, die irgendwie an verschiedenste Piloten erinnern sollen, also auch an verschiedenste Teams. Da gibt es halt irgendwie den F094H zum Beispiel oder sowas. Irgendwie H steht dann für Hill, S steht für zum Beispiel dann für Senna, 94 steht halt für das Jahr und das erinnert dann irgendwie an das Team oder das Auto aus dem Jahr oder sowas. Oder halt an den Fahrer. Und sowas finde ich dann halt auch echt geil, dass sie halt das in der US-Version drin haben. In der europäischen hatten sie es nicht drin. Aber damit ich diese ganzen Formel 1 Autos auch mal irgendwann habe, weil irgendwo ist der Wille da, die alle zu haben. Allein deswegen habe ich jetzt mal die US-Version vorgenommen, um die dann weiter zu zocken. Gran Turismo 4 hat dann halt sogar pro Lizenz, glaube ich, so viele Prüfungen. Ich habe 16 oder so oder 12 oder so, irgendwas in der Region. Dass wenn alles auf Gold darüber geht, dass ich dann wahrscheinlich sogar die Lizenzen mal zweiteilen werde. Dass zwei Folgen zur IB-Lizenz kommen und sowas. Das wird big off. 2K, stay on cap 295. Get ready for a tight right. Attention, rocks. Hier bleibe ich übrigens bei der Kürzung Getriebeübersetzung im 6., damit ich nicht zu schnell fahre. Weil ich möchte die Steine und so auch im Überblick haben. Now, tight right on cap 25. Waypoint okay. Das fehlt mir auch in GT, zum Beispiel als Formel 1 Verrückter. Die haben Hamilton eine Biografie gegeben in GT7, warum gibt es nicht den 2020er Wagen zum Beispiel? In GT Sport gibt es ja den 2018er. Ich wäre sicher. Also ich würde davon ausgehen. Oder den 17er? Den 17er gibt es da, glaube ich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch irgendwann noch ein. Now, turn left on track. Waypoint okay, follow track. Die werden mit Sicherheit noch in irgendein Hamilton Auto reinbauen. Denkst du, eines Tages wird F1 seinen Nachnamen zulassen? 7K, keep following track. Mal gucken. Mal gucken.
Kopfschmerzen vor der Ingame-Musik bei den Lizenzen. Echt? Ich fand die Lizenzmusik dann auch, glaube ich, oft sehr geil. Bisschen geil. Leute, da vorne holen wir den Dude ein. Ist halt ab jetzt, glaube ich, nur noch auf Track fahren, oder? Da verliert die KI aber auch einfach oft Zeit. Toka Touring Car auf PS1. Habe ich selbst, glaube ich, nie gespielt. Ich weiß noch, dass ich meine PS2, als ich mal nach Armenien zum Urlaub geflogen bin, dass ich da mal meine PS2 mit allen Games und Zubehör hatte. Mein Cousin dort hat nur noch Most Wanted gezockt. Nur noch Most Wanted gezockt. Ich hab die ganze Zeit... Bro. Er hat die ganze Zeit Most Wanted gezockt, ich hab die ganze Zeit... Auf dem dortigen SNES habe ich F-Zero gezockt. Ich hatte so viel Spaß mit dem SNES. Also das war krass. Das war für mich das erste Mal, dass ich SNES gezockt habe. 2002 müsste es gewesen sein. Wobei, da war es noch nicht Most Wanted. Da hatte ich... Hatte ich da meine PS2 überhaupt dabei? Nee, die hatte ich später erst dabei. Auch als ich die... Als ich... so rum. Als ich die PS2 dann irgendwann dabei hatte, 2005, 2006 oder so, habe ich dann trotzdem... Alter, quatsch doch nicht die ganze Zeit. Habe ich dann trotzdem die ganze Zeit SNES gezockt. F-Zero auf SNES gezockt. So, jetzt. Puh. Alter. Nice. Stage completed without penalties. Stage Rankings und Gesamtranking. Ich glaube, wenn du die Stages schon mal hattest, dann kannst du sie im zweiten Umlauf sogar nochmal verbessern. Strange System, aber nett, wenn man sich verbessern möchte. Continue.